Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Yuni und herzlich willkommen zu einem Food Draft Video. Ja, meine lieben Freunde, gestern kamen ja die Prime Icon Moments raus und ich habe auf Twitch gestreamt. Erster Link in der Videobeschreibung, wer da noch nicht folgt. Und wir haben einfach übelst kranke Spieler in unserem Draft bekommen. Ich habe lange keins mehr gemacht und gestern war EA anscheinend so gutherzig und hat so vielen Leuten so viele Icons gegönnt, damit man die vielleicht nochmal austesten kann. Und bei uns wurde erst recht gegönnt. Also so viele Prime Icon Moments habe ich bisher noch bei keinem gesehen. Gibt bestimmt schon welche, die mehr hatten und ich habe es noch nicht gesehen. Aber für mich ist es mein Highlight gewesen und die Spieler waren einfach zu krank. Deshalb dachte ich mir, ey, daraus können wir ein Video machen. Ihr wollt ja auch immer ein bisschen Abwechslung haben und deshalb ein Draft-Video nach langer Zeit. Warum nicht? Deshalb lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mal ein bisschen Abwechslung sehen wollt, wenn ihr sowas auch mal wieder sehen wollt. Ein paar Draft-Videos oder auch ein paar Special-Draft-Videos, wo ich euch vielleicht anrufe wieder, wie damals in den guten alten Zeiten. Lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar von euch. Und ich würde sagen, ich halte euch gar nicht mal zu lange auf die Folter und ihr könnt jetzt euch das Video reinziehen und ich würde sagen, let's go! Bitte, Workout, bitte! Komm, jetzt rasieren wir das zweite Draft. Also wenn jetzt nochmal so viele Icons kommen, dann ist das echt ein Bug. Sollen wir Dreierkette wieder nehmen? Wir nehmen wieder Dreierkette. Dreierkette war gut. Guck mal jetzt, safe Icon. Ja klar, da regnet es Icons. Wer kennt noch Crespo, Alter? Meine allererste Icon in meinem ganzen Leben, wo ich die erste Arschbombe gemacht habe. Deshalb nehmen wir den jetzt auch. Du, Alec. Und sein Sturmpartner wird niemand anderes als eine Icon. Nein. Oh. Ja, Herro, ja, Merro, hier! Ich spiel das Drops, mir scheißegal, Alter! R9 Prime Moment Optimus! Bruder, diese Karte! Verdammte Scheiße! Ey, wir müssen das spielen, wir müssen den testen! Ich wollte den immer mal testen, jetzt können wir den testen! Alter, guckt euch diese Werte an! Oh mein Gott, Alter! Prime Icon Moment R9! Guck mal jetzt direkt! Oh mein Gott, Donner, oh mein Gott! Ey Leute, ich bin überfordert, was mache ich? Eigentlich muss man schon Zidane nehmen, oder? Zidane? Oder was sagt ihr? Zidane oder Ronaldinho oder Maradona? Was ist das für ein Draft, Digga? Guckt euch das an. Komm, wir machen Zidane, Alter. Komm, Zidane. Okay. Digga, was sind das die? Wenn es jetzt so weitergeht mit Icons. Oh mein Gott, Overmars Prime Icon Moment. Die zweite einmal Prime Icon Moment. Alter, wir haben zwei Stück. Was ist das denn? Schade. Und dann noch Rodrigo, 91, ist auch nicht verkehrt. Bruder, was ist das für ein Draft? Ich werde damit gleich alles zersägen. Ist mir scheißegal. Gib mal Icon jetzt. Ich dreh gleich hier durch, Alter. Oh mein Gott, Gerard! Prime Icon Moment! Drei Stück! Dreimal Prime Icon Moment! Guckt euch das an hier, wir haben das Illuminati-Dreieck. Ist das normal? Kann mir das jemand erklären? Ich gehe heute auf Weltrekord. Let's go. Jetzt noch Innenverteidiger Prime Icon Moment. Schade, schade. Komm schon. Gib doch Icon, Mann. Okay, jetzt gönnen die aber nicht mehr so die Icons. Aber dafür, ich will mich gar nicht beschweren. Dafür haben wir... Ey, wir haben R9 Prime Icon Moment. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Bank gönnt. Bank muss gönnen. Jawohl, Digga. Oh mein Gott, Haji Prime Icon Moment, Digga. Was? Ey, wir haben vier Stück. Wir haben viermal Prime Icon Moment. Was ist das? Guckt euch das an. R9. Wir haben Overmars. Der lebt auf dem Mars. Gerard, Haji. Das ist mein neues Team, Leute, was ich mir gerade baue. Wir haben vier Prime Icon Moments. Das ist krank. Guck mal, fünf! Fünf, Digga! Garnitschka! Garnitschka auch noch! Oh mein Gott, Alter! Ich schwör's dir, das ist Chris. Danke für deinen Twitch Prime Sub. Ey, fünf Stück? Fünf? Ey, wir können auf einen 192er Draft gehen oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Oh mein Gott! Ah! Egal, 90er Petit schmeckt auch. Eine Icon geht noch hier. Einer geht noch. They call me Awambisaka. Jetzt noch ein Torwart-Icon, das wäre perfekt. Guck, jetzt noch so ein Yashin Prime Icon Moment. Wäre schon lecker. Wäre schon lecker. Yeah, aber wir haben Yashin bekommen, ey. Alter, was ist das für ein Team? Oh mein Gott, das wird jetzt alles entscheiden. Dieser Wechsel. Nein! Was? Jawohl. Ey, wir haben 100. Ey, wir haben 192er Draft. Krank. 192er Foot Draft mit 5 Prime Icon Moments. Was zur Hölle, Alter. Crespo einfach wieder rein. So ist geiler, Digga. Wenn der Gegner das Team gleich so sieht, vorbei. Lass uns so spielen, Leute. Dann können wir Messi und Rodrigo können wir noch einwechseln, wenn wir wollen. Messi dann safe für Crespo, weil Crespo ist Müll. Und dann haben wir die krankeste Offensive. Guck mal. Die Gegner haben solche Teams. Die haben solche Teams. Auch nicht schlecht. Aber guck mal, was wir haben. Der hat eine Prime Icon Moments. Wir haben 5, Digga. Wir können mit einer ganzen Hand kommen. Mit einer ganzen Hand. Scheiß auf Anweisungen, Digga. Guck mal, im R9. Ich muss den jetzt unbedingt mal testen. Guck mal hier. Haji, Maji, alle 5 Sterne Skills. Gerard, alle.
Boah, der drückt. Guck mal, Van Dijk, der kommt gar nicht dran. Van Dijk, der guckt zu. Van Dijk, der guckt zu. Digga, erneut. Guck mal, wie der durchzieht. Guck mal, Van Dijk, der kommt da gar nicht dran. Habt ihr das gesehen? Ey, wenn ein Van Dijk schon nicht drankommt, ist das vorbei. Dann ist over Mars. Ja, ciao. Ciao, Digga, ciao. Dieser R9 ist andere Liga. Ciao. Der Messi fällt gar nicht mehr auf. Das ist Optimus Prime R9. Das ist nicht eine normale Prime. Das ist Optimus Prime. Guck mal, Garnitschka geht auch ab, Digga. Der ist auch krank. Leute, warum habe ich denn so ein krankes Dorf bekommen? Kann mir das jemand erklären? Guck mal, dieser R9. Andere Welt. Guck mal, einfach Schuss findet er es durch. Guck mal, das ist anders krank. Das ist zu krank, ich schwör's dir. Ey, der 94er muss ja schon krank sein, aber der 97er, das ist eine andere Liga, ich sag's euch. Wisst ihr, wie der sich anfühlt? Da könnt ihr Ronaldo Totti in die Tonne kloppen. Alter, ich wusste gar nicht, dass die so eine kranke Kontrolle haben. Was ist das denn? Digga, ciao. Ciao. Ciao, guck mal, der macht Hattrick. Der nimmt die Mannschaft im Alleingang auseinander. Im Alleingang, Gegner ist raus. Ciao. Bruder, es kann kommen, wer will. Es kann kommen, wer will. Niemand wird ein besseres Team haben als wir. Okay, ist okay. Hat Hullet, sehr gut. Team sieht nicht schlecht aus. Klar. Aber was wird der Gegner sich gerade denken, wenn er unser Team sieht? Der guckt gerade so. R9, da ist er. Oh, guck mal, der kann jetzt nicht zu stoppen, Digga. Sanji, da mal. Guck mal, Hullet sogar. Hullet, guck mal. Habt ihr gesehen? Der drückt einfach Hullet weg. Da ist er jetzt mal. Ein Overmars. Zieh mal durch. Das war auch schnell. Also dieses Team, ich sag's euch, das macht keinen Sinn, Alter. Das macht gar keinen Sinn, ey. Also, ich sag mal so, das Ende vom Lied wäre noch, wenn wir das Draft komplett gewinnen, ne? Und danach ziehen wir einfach eine Prime-Icon-Moment in den Pack. Das wäre dann mal wieder komplett vorbei. Und da ist ein R9 Optimus Prime, der dem mal davonläuft. Guckt euch das an, Digga! Was willst du dagegen machen? Geht nicht! Ich werde jetzt jeden so fisten. Mit dem Team? Guck mal hier, R9, der ist da. Guck mal, Hullet kommt. Was, Hullet? Guck mal, guckt euch das an. Ey, der ist immer noch am Ball. Alter, und dann diese Übersicht. Ey, guck mal bitte. Will mir hier noch irgendjemand was sagen? Darf ich damit auch in der Weekend League spielen mit diesem Team, Alter? Was sollen die mal machen? Alter, komm nicht klar. Habt ihr das gesehen von R9 gerade? Das meine ich. Das ist unglaublich. Guck mal, was der da macht. Guck mal, was der da macht. Ich bin fassungslos. Ciao, Digga. Ciao. Guck mal, der nimmt den sogar noch an. Guck mal, ich hab's schon geschossen, er nimmt den trotzdem noch an, weil er weiß, der macht den auch so rein. Aber das ist wirklich die krankeste Karte, die ich jemals gespielt habe, wirklich. Unglaublich. Guck, der nimmt den einfach an und chippt den so noch rein, ja, auf entspannt. Alter, was ist das für eine Karte, bitte. Das ist schon krank, Alter, das Team, ey. 192 ist ja auch nicht schwer, denke ich mal. Aber es geht einfach darum, wir haben 5 Prime Icon Moments, das ist das Krankeste. Wenn das normale Icons, würde ich das nicht so feiern, aber wir haben 5-mal, guckt euch unser Team an, bitte. Komm, nächster Gegner. Okay, ist auch nicht schlecht. Guck, ist auch nicht schlecht, Leute. Der hat, boah, Future Star, sieht geil aus. Aber trotzdem kommt es nicht ran. Guck mal jetzt, ciao. Direkt einfach nur ciao, sage ich. Mehr brauche ich gar nicht zu sagen, Leute. Guck mal, wie der da durchzieht. Mehr brauche ich gar nicht zu sagen. In unter einer Minute steht es 1-0, weil er 9 einfach durchzieht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber es fühlt sich einfach so unnatürlich an. Es fühlt sich so unnatürlich an. Wir sind im Halbfinale. Ich will nochmal wiederholen, ne? Ich will nochmal wiederholen. Wir sind jetzt im Finale. Okay. Krankes Team. Eusebio, Optimus Prime, R9, Vieira. Das ist auch ein sehr, sehr krankes Team. Sehr, sehr krank. Oh, shit. Here we go again. Okay, alles gut, Leute, alles gut. Wir werden das schon nicht verlieren. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber guck mal, wie der da durchging. Ey, ich habe nur den linken Stick bewegt. Ey, diese Karte ist, das ist nicht normal. Es tut mir leid, dass ich sie so lobe. Aber ihr wisst, wenn ich mich wiederhole, dann meine ich das wirklich ernst. Wie die sich spielen lässt, das ist krank. Guck mal jetzt. Ich geh kaputt. Ey, habt ihr das gesehen? Eine Schuss findet er es weg. Mein Gott, Alter, das ist wirklich... Ich hab vollsten Respekt vor dieser Karte, ja? Aber wirklich vollsten Respekt. Warte nur kurz, ja? Kylie, Augenblick. Mann, jetzt hab ich ein Tor bekommen. Wo bist du? Ich will mal seinen Eusebio sehen. Okay, da ist er. Okay, scheiße, ich hab nichts gesagt. Okay, wir liegen wieder zurück, scheiße. Egal, ich mach's mal ein bisschen spannend fürs Finale hier. Oha, guck mal, der 94er R9 geht auch ab. Alter, was geht denn da ab? Okay, Leute, jetzt brauchen wir Konzentration hier, ey. Scheiße. Ey, immer Finale, ne? Ich hasse Finale. Let's go. Wichtig, Alter. Come on, weiter.
Ja, das war Eusebio, war klar. Oh Mann, ey. Egal. Komm schon, Alter, ey. Mann, warum nicht gerade so R9? Warum nicht gerade so? Alter, Mann, ey. Das fuckt mich gerade richtig ab. Guck mal, jeder Abpraller kommt zu dem, ey. Scheiße, komm jetzt. Mann, R9, mach ihn doch. Oh mein Gott. Nein, ich hab's verkackt. Mann, Alter. Ja, Freunde, echt bitter. Wir verlieren am Ende das Finale, ja. Vielleicht habe ich ein bisschen überheblich gespielt. Ich habe mich auch extrem aufgeregt, dass ich verloren habe im Finale, weil ich dachte, ich putze den da locker weg und dann, ja, passiert halt, Leute. Nimmt's mir bitte nicht übel, wenn ich bei solchen Momenten ein bisschen aggressiver drauf bin oder irgendwie als schlechter Verlierer rüberkomme. Ich bin kein schlechter Verlierer, Leute. Der Gegner war natürlich auch nicht schlecht. Keine Frage, ich habe meine Chancen nicht gemacht. Was passiert, man verliert. Und ich muss es akzeptieren, Leute. Ich muss damit noch besser umgehen können mit sowas. Aber ich versuche mich zu bessern. Ich meine es ja nicht böse. Danke auf jeden Fall an alle, die bis an dieser Stelle zugeschaut haben. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Checkt meinen Twitch-Kanal in der Videobeschreibung aus, falls ihr keine Streams mehr verpassen wollt. Instagram ist auch verlinkt und alle weiteren Sachen auch. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Ich verabschiede mich aus dem Video. In den Rewards, beziehungsweise in den Packs, war noch Schrott drin. Deshalb habe ich sie auch nicht mehr mit reingenommen, Leute. Deshalb habe ich mich auch aufgeregt, weil ich wollte eigentlich gewinnen und ein dickes Pack kriegen und nochmal was Geiles ziehen. Hat leider nicht geklappt. Aber egal, was soll's, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.